Das ist jetzt mein neues Zuhause. Yo Leute, was geht ab? Es gibt große Neuigkeiten und zwar, wenn man hier so ein bisschen sehen kann, hier ist es gerade mega unordentlich, das liegt daran, dass ich gerade versuche, meine Sachen so halbwegs zusammenzupacken. Ich ziehe nämlich um für eine etwas längere Zeit und das bedeutet auch erstmal das Ende der Bike-WG. Der Jonas ist auch letzte Woche ausgezogen und ich ziehe jetzt auch erstmal weg. Ich ziehe in die Stadt, in die ich eigentlich schon mein ganzes Leben gerne ziehen wollte und das ist nicht in Deutschland. Natürlich kommt mein Fahrrad mit, ohne Fahrrad würde ich nirgendwo hingehen. Ich bin gerade mega im Stress. Ja, ich denke, ich werde die nächste Nacht auch nicht schlafen können, weil ich noch so viel Zeug zu erledigen habe vorher. 8:30 Uhr, aber bei uns in Deutschland zu Hause, jetzt nicht mehr zu Hause, wäre es 5:30 Uhr morgens. Und ich habe die Nacht davor auch schon kaum gepennt, dementsprechend bin ich fertig, weil das alles ein bisschen stressig geworden ist mit dem Packen und so weiter. Jetzt bin ich da, jetzt fahre ich gleich erstmal in die Wohnung. So, da bin ich, Los Angeles, Kalifornien, hier schon in meinem neuen Zimmer, in meiner neuen Wohnung. Ich wohne hier mit ein paar anderen Studenten zusammen in der WG. Mega happy, dass ich hier bin. Natürlich nicht ohne Fahrrad unterwegs. Wie gesagt, muss noch ausräumen. Hier ist Ankleidezimmer, Badezimmer und hier geht's zur Küche. Da wohnen dann noch die anderen. Ja, so viel dazu. Da gibt es natürlich einige Themen, die damit zusammenhängen. Das heißt, einmal was die Bike-WG angeht, die wurde jetzt erstmal aufgelöst. Der Jonas ist letzte Woche auch ausgezogen und dementsprechend ist das jetzt erstmal auf Eis gelegt. Allerdings werde ich ja irgendwann wiederkommen und wenn ich wiederkomme, dann überlegen wir auf jeden Fall das Ganze nochmal in Angriff zu nehmen, dann vielleicht mit neuen Leuten. Aber wie gesagt, das erst frühestens ab nächstes Jahr dann irgendwann. Ich bin jetzt erstmal hier und ich denke, ich packe jetzt erstmal mein Rad aus. Das ist nämlich das Wichtigste. Das ist übrigens keine Boxershorts, das ist eine Badehose. So, das Rad ist aufgebaut, wie ihr seht. Und jetzt muss ich erstmal Essen kaufen. Es ist zwar Sonntag hier, aber ich glaube, die Geschäfte haben mir sonntags geöffnet. In so einer Riesenstadt wie Los Angeles. Ja, ich gehe jetzt mal gerade ein bisschen zu Fuß die Gegend erkunden. Da nehme ich euch auch erstmal mit. Und danach gehen wir erstmal eine Runde Radfahren. Und ich habe übelst Bock. Und ich bin nur von dem Rad aufbauen, bin ich jetzt schon am Schwitzen. Also dementsprechend warm ist es hier. Das Fenster ist auch die ganze Zeit offen. Und ich habe leider keinen Ventilator an der Decke. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist für viele von euch, ist ja die Frage, was passiert mit meinem Park, mit meinem Backyard. Und zwar ist es so, den habe ich erstmal stillgelegt, das heißt, es ist meistens abgedeckt, da sind Ketten vor, das ist abgeschlossen. Und ich habe einen Kollegen, der kümmert sich im Winter so ein bisschen darum, danke an den, Malte, du weißt Bescheid, dass das da alles halbwegs ordentlich bleibt. Und nächstes Jahr, denke ich, wie gesagt, mit Voraussicht auf die Bike-WG dann eventuell wieder, gucken wir mal, und dann wird das Ganze, denke ich, wieder aufgemacht. Im Winter ist meist extrem matschig dort, deswegen wird erstmal stillgelegt. Und wir gehen hier Fahrrad fahren. So, das größte Problem in den USA ist, die haben nur Weißbrot, es gibt kein hartes, vernünftiges Brot oder Vollkornbrot. Das ist das härteste, was ich gefunden habe. Ist aber auch, ja, das geht. Also, aber alles andere kannst du vergessen. Und die Äpfel sind ja alle schön geordnet. So, ich hatte die überaus dumme Idee, mehr zu kaufen, als ich tragen kann. Und jetzt habe ich keinen Plan, wie ich das alles zum Apartment kriegen soll. Man kann sich das aber echt unnötig schwer machen, ey. Fuck, das ist einfach dumm von mir. Ich hätte nur die Hälfte kaufen sollen. Ja, egal. War das letzte Mal, dass ich so viel ohne Auto gekauft habe. Apropos Auto kaufen, das muss ich auch noch machen. Vergesst nicht Hashtag RideGang auf Instagram. Dann kann ich alle eure Fotos sehen und liken. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Fahrrad fahren. Ein bisschen cruisen. Gucken, wie weit es zum Strand ist und so. Was. Thank you.
Das ist jetzt mein neues Zuhause. Es ist halt ein komisches Gefühl, nicht nur hier Urlaub zu machen, sondern halt wirklich hier zu wohnen. Das Wetter ist einfach geil, kann ja jeden Tag Rad fahren. Ich muss mir auf jeden Fall noch ein Auto kaufen, ganz wichtig, damit ich auch aus der Stadt rauskomme. Ja, ich bin selber auch noch mega überwältigt, dass es das auch alles so geklappt hat und so. Bin ich mega happy, dass ich jetzt hier bin. Und bin jetzt mega gespannt, was alles auf mich zukommt und was ich jetzt alles so machen werde in den nächsten Monaten. Ich hoffe auch, dass der Skatepark demnächst mal ein bisschen fahrbar ist, wenn hier nicht ganz so viel los ist. Ich bin jetzt gerade auf dem Sonntag hier am Venice Beach. Wie gesagt, Venice Beach, so nicht mal 10 Minuten mit dem Fahrrad von meiner Wohnung. Hier ist Venice Beach, hier bin ich jetzt gerade. Venice Beach und ich wohne hier. Hier wohne ich und hier ist direkt Venice Beach, also weiß ich was, das sind 2 Meilen oder so, kann man ganz easy mit dem Rad rüberrollen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen gut verstehen, weil es ist ja relativ windig. Oh, Feuerwehr. Ich glaube, in 3 Wochen schon ist Rampage, glaube ich. Da werde ich auf jeden Fall versuchen, da hinzukommen. Und ich hoffe, dass ich hier extrem viel Fahrrad fahren kann. Das Wetter ist ja der Hammer hier. Es ist schon fast zu warm nicht. Ich sage, nein, ist nicht zu warm. Ist genau perfekt. Zu warm gibt es nicht. Besser als zu kalt, alles besser als zu kalt. Und ja, in Deutschland wird es wahrscheinlich eh den ganzen Weg mit Winter wieder nur regnen. Utah ist nicht weit, kann ich rausfahren. Sobald ich ein Auto habe, kann ich da Radfahren gehen. Woodward ist nicht weit. Dann habe ich noch ein Thema, was ich ansprechen wollte, und das ist die Sprache in den Videos. Ich habe bis jetzt alle Videos auf Deutsch gemacht und ich werde auch versuchen, meine Videos weiterhin komplett auf Deutsch zu machen. Allerdings kann es ab und zu sein, dass ich ab und zu mein Video auf Englisch machen werde. Einfach, weil wenn ich mich hier mit den Leuten unterhalte, dann müsste ich immer alles doppelt erzählen und so. Das macht auch keinen Sinn. Dann werde ich aber dafür sorgen, dann gebe ich mir die Mühe und schreibe auf jeden Fall deutsche Untertitel runter. Keine Angst, ihr werdet weiterhin alles verstehen können, wenn Englisch nicht so euer Ding ist. Ich werde auf jeden Fall entweder Untertitel drunter machen oder halt weiterhin komplett auf Deutsch reden. Das wird, denke ich, beides vorkommen. Wenn ihr irgendwelche geilen Ideen oder Wünsche für Videos habt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Oder sagt, boah geil, so das gibt's da und das würde ich gerne mal sehen oder das möchte ich unbedingt sehen. Schreibt es mir in die Kommentare, vielleicht ist ja irgendwas Geiles dabei und wo ich auch Bock drauf habe, das zu machen. Und dann mache ich das natürlich auch gerne. Das war es jetzt erstmal aus diesem Video. Leider nicht so viel Radfahren, sondern ich muss auch erstmal ankommen hier. Wenn ihr weiterhin mehr davon sehen wollt, dann, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren. Wenn es euch gefällt, dass ich hier bin, dann liked auf jeden Fall das Video. Und wenn ihr Fragen habt, was diesen ganzen Umzug oder alles irgendwie angeht, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace, Leute. Haut rein. Macht's gut. And suffering through her fingers all over.